In nur 6 Monaten war der Krieg völlig außer Kontrolle geraten und hatte sich über den ganzen Globus ausgebreitet. Er hatte Millionen von jungen Männern den Tod gebracht und die ganze Welt mit seiner unglaublichen Brutalität und Grausamkeit geschockt. In allen Ländern hofften die Menschen, dass der Krieg bald vorbei sei, dass Väter, Ehemänner und Söhne bald heimkommen würden. Doch sie sollten erneut enttäuscht werden. In dieser Woche sind nach wie vor gut 1 Million Soldaten in gleich 3 große Offensiven verwickelt. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Letzte Woche versuchte das Osmanische Reich erfolglos den Suezkanal einzunehmen. Deutsche und Russen trafen bei Bolimov zusammen, wo die Deutschen mit ihrem Gasangriff scheiterten. In den Karpaten war eine gewaltige deutsch-österreichische Offensive gegen die Russen im Gange und Kaiser Wilhelm gab sein Einverständnis zu einem uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Dieser wird noch große Auswirkungen auf den Kriegsverlauf haben, aber für den Moment konzentrieren wir uns auf die Berge. Die Kaiserliche Armee Österreich-Ungarn setzte ihre Winteroffensive in den Karpaten unter der Führung von Generalstabschef Konrad von Hötzendorf fort. Sie hatte vor 2 Wochen begonnen und obwohl die österreichische Armee zeitweise einen beachtlichen Fortschritt erzielt hatte, zeigt diese Offensive auch die enormen Probleme der österreichischen Armee auf. Wir haben uns einigen davon schon vorher gewidmet, aber eins, das in den Bergen wirklich gravierend ist, ist das Unvermögen, koordinierte Angriffe durchzuführen. Einzelne Einheiten griffen feindliche Stellungen an, ohne die benachbarten Truppen darüber zu informieren und kommandierende Offiziere ignorierten sogar direkte Befehle, ihre Attacken besser zu koordinieren, zumindest so lange, bis es viel zu spät war. Die Russen und ganz besonders die sibirischen Truppen waren eher an derartiges Terrain und die kalte Witterung gewöhnt und waren ihren Feinden daher taktisch überlegen. Ihre Gegenschläge waren meisterhaft geplant und sie waren besonders gut in sogenannten Rückzugsgefechten. Hierbei zogen sie sich unbemerkt aus ihren Stellungen zurück und formierten sich neu, während die Österreicher nach wie vor in ihren Angriffsstellungen ausharrten, wo sie dem Wetter schutzlos ausgeliefert waren. So ziemlich alles, was die Russen taten, führte zu einem aufreibenden Chaos in der beklagenswert schlecht vorbereiteten und ausgerüsteten österreichischen Armee. Trotzdem schlugen sich die Soldaten bemerkenswert gut, wenn es tatsächlich zum Kampf kam. Am 6. Februar eroberten sie Kimpolung zurück und erreichten ein paar Tage später die Bukowina. Am Ende der Woche, als die Temperaturen auf minus 20 Grad Celsius fielen, brachten beide Seiten mehr und mehr Soldaten in die Region. Die Kämpfe wurden intensiver, aber die Österreicher, die nun schon über 100.000 Mann verloren hatten, waren jetzt in der Unterzahl. Übrigens waren weiter im Nordwesten am Fluss Sahn nach wie vor mehr als 100.000 Österreicher in der Festung Przemyśl eingekesselt. Sie warteten seit Monaten auf ihre Befreiung. Die Russen hatten zwar einen taktischen Vorteil in den Bergen im Süden, im Norden hingegen nicht so ganz. In dieser Woche begann die Winterschlacht in den Masuren. Im August und September waren die Russen von den Deutschen bei Tannenberg vernichtend geschlagen und aus Ostpreußen hinausgedrängt worden. Der erneute Angriff, im Übrigen ein Geistesprodukt von General von Hindenburg, sollte nicht einfach nur eine bloße Schlacht sein, sondern zum entscheidenden Sieg über Russland werden, um den Krieg im Osten beenden zu können. Das zumindest war von Hindenburgs Plan. Generalstabschef Erich von Falkenhayn weigerte sich zunächst, Einheiten dafür bereitzustellen, denn er war sich sicher, dass der Krieg nur im Westen gewonnen werden könne. Am Ende machte er jedoch den Weg frei in der Hoffnung, dass eine starke Offensive gegen Russland positive Auswirkungen auf weitere Allianzen mit bisher unentschlossenen Ländern auf dem Balkan haben könnte. Am 7. Februar 1915 griff die deutsche 8. Armee während eines Schneesturms den südlichen Flügel der russischen Armee an. Dank des Überraschungseffekts konnten die Russen in dieser Woche schnell über 100 Kilometer zurückgedrängt werden. Die Verluste auf russischer Seite waren enorm und als die deutsche 10. Armee am 9. Februar auch noch die rechte Flanke der Russen angriff und die Streitmacht dadurch einzukesseln drohte, gingen die Russen in einen ungeordneten Rückzug über. Tagelang wurden zigtausende russische Soldaten gefangen genommen, am 10. Februar bei Kaunas sogar 10.000 an einem einzigen Tag. Eine weitere Winteroffensive war nach wie vor in vollem Gange, nämlich die seit Weihnachten andauernde französische Offensive in der Champagne an der Westfront. Hier regierte der grausame Alltag. Die Kämpfe in dieser Woche fanden bei Bagatelle in den Argonnen statt. Um heute einmal von etwas anderem als dem täglichen Sterben in tagelangen Schlachten um wenige Meter erzählen zu können,
Hier eine kleine Anekdote. Am 12. Februar, während das deutsche Oberkommando Ziele für strategische Bombenangriffe auf England festlegte, wurde in Großbritannien ein französischer Flüchtling interviewt. Ihr Name war Mademoiselle de Bétinis. Und sie war dazu bereit, als Spion in ihren Wohnort Lille zurückzukehren und ihre Informationen dem britischen Geheimdienst zukommen zu lassen. Sie reiste als Nonne verkleidet zurück und lebte in einem Kloster, in welches ihr die nötige Funkausrüstung in Einzelteilen geliefert wurde. Der Generator, den sie dazu benötigte, das Gerät zu betreiben, war ziemlich laut und so nahm sie ihre Befehle zwar per Funk entgegen, schickte ihre Informationen jedoch mit Brieftauben. Ein weiterer Grund dafür war die Tatsache, dass sie so nicht vom Feind geortet oder angepeilt werden konnte. 2 Monate lang schaffte sie es, einen beständigen Strom an Nachrichten an ihre Auftraggeber zu senden, bevor sie gefangen genommen und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Sie starb im September 1918. Wir haben bisher noch nicht wirklich über Spione gesprochen, daher wollten wir euch diese kleine Anekdote nicht verschweigen. Weiter im Süden ziehen sich die Türken nach ihrer Niederlage am Suezkanal zurück. Starke Sandstürme schützen sie vor Verfolgung und am 9. Februar schlossen die Briten den Kanal für neutrale Staaten. So sah es in Europa also kurz vor dem Valentinstag 1915 aus. Die Russen kämpften in den Karpaten weiterhin gegen Deutsche und Österreicher und gewannen langsam aber sicher die Oberhand. In der Champagne starben Deutsche, Franzosen und Briten für wenige Meter Geländegewinn weiterhin in Scharen, während die Russen in Ostpreußen erneut vor 2 deutschen Armeen flüchten mussten. Es ist interessant, über Spione zu sprechen, nicht nur, weil das Thema Spionage faszinierend ist, sondern weil es dabei um Einzelschicksale geht. Meistens geht es nur um das große Ganze in einem Krieg, doch die Einzelschicksale sind es, die die Menschen berühren. Der Soldat von nebenan ist jemand, mit dem er sich identifizieren kann. Doch fast nie wird eine solche Geschichte erzählt. Sei es der 19-Jährige, der von einem Scharfschützen an seinem ersten Tag im Feld getötet wird, weil er zu neugierig war, oder der 40-jährige Veteran zahlloser Kolonialgefechte, der in den winterlichen Bergen weit weg von zu Hause zu Tode friert. Aber oftmals denken wir nur an die nackten Zahlen. In dieser Woche gab es 3 große Offensiven. Millionen von Soldaten kämpften in ganz Europa. Tausende werden an einem einzigen Tag gefangen genommen. 50.000 Mann einer Armee sterben in einer einzigen Woche. Die Zahlen sind so gewaltig, dass man sich deren Bedeutung gar nicht richtig vorstellen kann. Also denken wir doch einmal an einen einzelnen Soldaten. Der russische Soldat in deutscher Kriegsgefangenschaft, der die Sprache nicht spricht und vielleicht lebenslang ein Gefangener bleiben wird. Oder der ungarische Soldat, der noch nie zuvor in den Bergen war und plötzlich bei minus 20 Grad in Schuhen mit Pappsohlen um sein Leben kämpfen muss und am Ende von wilden Tieren gefressen wird. Jeder einzelne Soldat in diesem Krieg hatte seine Geschichte. 3 große Offensiven gab es in dieser Woche, aber nichts an ihnen war wirklich großartig. Ich habe diese Woche ja Tauben als Kommunikationsmittel erwähnt. Und wenn euch die Geschichte der Tiere im Ersten Weltkrieg interessiert, dann schaut euch doch hier unser neues Special dazu an. Lasst uns auch ein Abo da, wenn euch unser Kanal gefällt. Und für einen Blick hinter die Kulissen und mehr Fakten zum Ersten Weltkrieg werdet Fan auf Facebook. Bis dann. Bleibt dran.